Hi, ein Zuschauer hat gefragt, wie man eine Schalter-Steckdosen-Kombination auf Putz anschließt. Ich hatte ja schon mal gezeigt, wie man Lichtschalter auf Putz anschließt. Und da habe ich eben eine dreiadrige Leitung genommen und den Neutralleiter als Schaltrad der Lampe zweckentfremdet, sage ich mal in dem Fall. Da hätte man nicht die Möglichkeit, eine Steckdose anzuschließen, da der ja Neutralleiter benötigt. Bei der Unterputzvariante, da geht man einfach mit der Zuleitung in den Schalter und mit dem Lampendraht in den Schalter. Aber da ich schon mal in einem meiner ersten Videos gesagt habe, dass bei der Aufputzinstallation ein bisschen kacke aussieht, mit zwei Leitungen in den Schalter zu gehen, zeige ich, wie man so eine Schalter-Steckdosen-Kombination mit nur einer Leitung verdrahtet. Stromlos schalten nicht vergessen. Hier habe ich jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hier oben in der Mitte haben wir einmal die 230 Volt aus der Unterverteilung, die Einspeisung. Hier unten rechts haben wir den Lampendraht, der ebenfalls dreiadrig ist. Und zur Schalter-Steckdosen-Kombination habe ich eine fünfadrige Leitung gelegt. Am besten, man überlegt sich bei dem Schalter im Vorfeld, ob man nun hier oben oder hier unten mit der Leitung reingeht. Und dann, bevor man das montiert, einfach mit einem Schraubendreher hier ein Loch reinmachen. Und dann kann man die Leitung auch quasi direkt einführen. So, ich fange jetzt mit der Schalter-Steckdosen-Kombination an. Hier oben kommt der Schalter hin, hier unten die Steckdose. Jetzt haben wir hier die Mantelleitung. Und ein bisschen soll der Mantel auch noch in die Dose reingucken. Deswegen schauen wir und können den eigentlich ab dem Punkt hier abmanteln. Und das mache ich jetzt. Jetzt kann man das hier quasi rausziehen. Alle Adern versuchen da durchzukriegen. Und dann wieder hier reinschieben. So sieht das gut aus. Auf jeden Fall wird die braune Ader hier meine Phase sein, wo die 230 Volt herkommen und die gehen dann auf den Schalter drauf. Deswegen kann ich den mir an der Stelle hier schon einkürzen, weil mehr brauche ich da nicht. Der schwarze wird mein Schaltdraht zur Lampe. Den kann ich auch dann in den Schalter reinstecken. Den grauen werde ich gar nicht benötigen. Den Neutralleiter und den Schutzleiter, den lasse ich so lang, weil der zur Steckdose geht. Und den braunen werde ich vom Schalter runter zur Steckdose brücken. Die graue Ader, die kürze ich mir somit hier ein. Und kann die dann schon mal schön in den Schalter verstauen. Einfach so. Dann kann man dieses Mittelstück hier auch abmachen. Da lege ich mir dann schon mal den Schutzleiter und den Neutralleiter rein. Dann isoliere ich mir schon mal die braune und die schwarze Ader ab. Nehme mir eine blanke braune Ader und isoliere die auch ab. Dann nimmt man sich den Wechselschalter. Wenn wir den umdrehen, dann sehen wir, haben wir einmal Klemme L1, da kommen die 230 Volt drauf, in dem Fall die braune Ader. Und hiervon werde ich auch noch die braune Ader zur Steckdose direkt brücken. Und hier unten haben wir die beiden Wechselkontakte, entweder links oder rechts. Je nachdem, in welchen Kontakt wir die Ader reinstecken, den Schaltdraht der Lampe, den schwarzen. Je nachdem ist in oberer oder unterer Schaltstellung die Lampe an bzw. aus. In dem Fall mache ich sie direkt hier gegenüberliegend, weil dann ist sie bei unterer Schaltstellung an und bei oberer aus. Also den braunen, den hier oben auf L. Genau auf den gleichen Klemmpunkt hier auch die braune, die zur Steckdose geht. Und unten genau gegenüberliegend die schwarze Ader. So sieht es dann verdrahtet aus. Hier oben die beiden braunen und hier unten ist der schwarze drauf. Na, vielleicht kriegt man ihn sogar noch ein bisschen weiter rein, oder? Na egal. In der Form können wir den Schalter hier dann schon mal da reinsetzen.
Jetzt kann man sich die drei Adern hier unten auf eine Länge kürzen. Abisolieren. Das ist jetzt die Steckdose. Hier haben wir drei Kontaktpunkte. Einmal L1 bzw. Neutralleiter, weil Neutralleiter und L1 kann man vertauschen, wie man möchte. Und in der Mitte eben der Schutzleiter PE, der grün-gelbe. Ich mache den braun immer nach links von vorne gesehen. Also kommt der einmal hier links drauf, der Schutzleiter in die Mitte und der Neutralleiter ganz rechts. Das sieht dann so aus. Jetzt kann man diesen Mittelsteg hier wieder einsetzen, die Steckdosenabdeckung draufpacken und die Schrauben festziehen. Dann die Abdeckung für den Schalter. Und die Wippe drauf. Jetzt zur Abzweigdose. Den grauen, den benötige ich ja nicht. Deswegen kann ich mir den auch einfach in die Dose bestenfalls nach hinten legen. Einmal so einen Knick machen. Da stört's keinem. Als nächstes verbinden wir alle grün-gelben Schutzleiter miteinander. Dazu lege ich mir alle Schutzleiter auf eine Seite. Kürze mir die an der Stelle ein. Isoliere die ab. Und mache da eine Dreier-Vago-Klemme drauf. Dasselbe Spiel mache ich mit allen blauen Neutralleitern. Dann haben wir gesagt, dass wir die 230 Volt zum Schalter hin benötigen, deswegen verbinden wir die beiden hier miteinander zusammen. Da genügt eine Zweierverbindungsklemme. Und der Schaltdraht zur Lampe, haben wir gesagt, ist der schwarze. Der wird hier die Lampe schalten. Deswegen verbinden wir die beiden miteinander zusammen. Und dann kann man hier schon Deckel drauf machen. So, und wenn ich hier die Spannung jetzt einschalte, dann können wir an der Steckdose ablesen, dass hier eine Spannung anliegt. Und wenn ich einen Lichtschalter betätige, dass die Lampe an ist. So ist sie aus und so ist sie an. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.